das richtige Skype an. Gut, also ich mache das nochmal, weil ich versuche immer was zu erklären und ich komme an die Grenze. Du hast das Beispiel, wenn Windows mit Basic kommuniziert, muss ich mich runter machen. Und ich habe jetzt etliche Sachen sehr oft wiederholt, weil ich was ausdrücken wollte, wo ich merke, dass das eigentlich gar nicht richtig ankommt. Wenn wir diese Computermetapher nochmal nehmen, weil mir jetzt hier, habe ich jetzt einen Trick, glaube ich, wo man es besser verstehen kann. Da stürzen sehr, sehr viele ab, wenn ich sage, mit dem Bücherregal. Okay, das sind die KIs. Diese KIs des Bücherregals sind die KIs in einem Videospiel. Es gibt natürlich noch andere Videospiele mit anderen KIs. Die sind schon einmal aufgrund dessen, dass diese ganzen Charaktere, die in deinem Leben auftauchen, mit denen du jetzt Kontakt hast, als Brösel, und natürlich die Filme, mit denen du noch Kontakt haben kannst, auf höheren Zeiten, und die, die du schon vergessen hast, aus der Jugend, aus deiner Schulzeit, diese Charaktere. All diese ganzen Charaktere sind die Bücher im Bücherregal. Das ist wie beim Videospiel, wenn du auf einen triffst. Okay? Und ich habe jetzt gesagt, die erste Ebene sind die Bilder. Wenn wir Videospiel spielen, dann ist ein Spieler da und dieser Spielercharakter, dieser Schwamminhalt, wie ich das nenne, ist ein Teil des Videospielprogramms. Wir haben jetzt erst einmal eine Welt, die offene Welt. Das heißt, geh mal davon aus, wenn du jetzt als Heigo dieses Spiel spielst und du warst noch nie in Eichstätt, ich sage jetzt einfach einmal Eichstätt, und du stehst in Eichstätt an einer Kreuzung, hast du ein Bild auf deiner VR-Brille. Und wenn du jetzt nach rechts schaust, ändert sich deine VR-Brille. Wenn du nach links schaust, das spielt jetzt überhaupt keine Rolle, wer du zu sein glaubst. Wenn du in dieser offenen Welt an dieser Kreuzung stehst und das machst, hat das Heigo-Programm dasselbe Bild auf der VR-Brille wie das Udo-Programm oder irgendein anderer, ein anderer Mensch, eine andere KI aus diesem Konstruktprogramm. Und wenn du jetzt läufst und du gehst jetzt hier zum Beispiel in Weißenburg in den Dampfershop rein, ich rede jetzt rein von der Einrichtung, dann wirst du als Heigo dasselbe Bild sehen, wenn du in dieses Haus reingehst, wie jeder andere KI generiert dann dasselbe Bild. Das ist jetzt rein einmal die abstrakte Oberfläche der sinnlichen Wahrnehmung. Jetzt habe ich aber gesagt, dass du reagierst jetzt mit deinen Interessen. Du gehst vielleicht in einen Dampfershop, der andere geht in der Kirche, der andere geht was weiß ich in ein Spielcasino, wie bei GTA. Das heißt, wo du schon prinzipiell hingehst, steuert schon deine KI. Die kommen gar nicht in den Sinn, in irgendwas anderes dir anzuschauen. Das Beispiel mit Internetseiten. Wenn du am Computer sitzt, in einem Traum, du wählst nur ganz bestimmte Seiten an von diesen Milliarden von Seiten von Angeboten, nämlich das, was deine, dein Schwamminhalt hergibt, dein, dein Interessensfeld, deiner KI. Okay? Jetzt haben wir aber noch eine emotionale Ebene. Und das ist das, was ich versucht habe zu erklären. Da gibt es nochmal eine Steuerebene, die nichts mit den Bildern zu tun hat, sondern mit Reaktionen. Und jetzt pass auf, jetzt mache ich immer das Beispiel, jetzt setze ich Namen, wo du am Rande mitkriegt hast, Andrea Holger. Die sind doch eine Zeit lang zusammengezogen. Holger war verknallt in die Andrea. Die Andrea wollte eigentlich auch, war auch offen, aber es sind unterschiedliche Charaktere. Und wir waren in Wien und ich mache jetzt genau eine Situation, ich habe das beobachtet. Die sitzen mir rechts, links gegenüber am Frühstückstisch. Und jetzt kommt, wenn du der Holger bist, hast du auf deiner VR-Brille vor dir die Andrea und die Andrea hat den Holger. Okay? Das ist die Welt der Bilder. Die kann man jetzt ganz schön steuern. Aber jetzt kommt die Sache der Emotion. Der Spieler letztendlich bestimmt durch seine Reaktionen, wie das Spiel weitergeht, auf dieser höheren Ebene. Und jetzt kommt dieses große Missverständnis, weil man meint, der andere ist schuld. Die Andrea will wirklich bemüht sich, will den Holger Freude machen. Sie sagt, Holger, ich mache dir Brötchen. Was willst du denn drauf haben? Der Holger, ein absoluter Morgenmuffel. Nein, danke, ich will kein Brötchen. Komm, ich mache dir eins. Oder soll, willst du Spiegeleier? Nein, ich will nichts essen. Komm, oder einen Quark. Ich hole dir einen Quark vom Buffet. Ich habe doch schon dreimal gesagt, dass ich nichts essen will. Dann ist er explodiert. Okay? Das ist jetzt... Von der Andrea aus gesehen, spielt die und die hat eine KI und der Sinn ist es, die KI zu erforschen. Und die blinde Fleck bei ihr, sie wollte ihm unbedingt eine Freude machen und da ist ein vollkommen blinder Fleck, dass sie gar nicht merkt, dass der da extrem negativ darauf reagiert. Und sie bohrt immer wieder nach und er baut sich der Nerv, da sind die Adern gleich angeschwollen, baut sich immer mehr auf. Wenn sie jetzt wach gewesen wäre und hätte das registriert und hätte anders auf ihn reagiert, das ist es, wo ich sage, du kannst Sachen verändern, das könnte sie verändern. Sie kann nicht das Holger-Programm verändern.
Umgekehrt genauso, wenn du jetzt als Spieler der Holger bist und auch wenn ich morgenmuffig bin und ich merke, dass der Gegenüber mir eigentlich bloß eine Freude machen kann, kann ich da auch drauf eingehen. Aber dann muss ich mein Programm verändern. Du kannst nur dein Werte- und Interpretationsprogramm verändern. Aber ich das jetzt nochmal auf den Punkt bringe. Ich mache meine alte Metapher, wo ich so oft erklärt habe, wenn du einen Film anschaust. Du kannst an dem Film nichts verändern, an dieser Datei und schon gar nicht an diese Protagonisten. Wir sagen jetzt mal, Zeichentricksfilm sind ja Charaktere drauf. Du kannst weder den Film als Ding an sich verändern, zwangsläufig auch keinen dieser Charaktere. Was du verändern kannst, ist deine Wertung und deine Interpretation in Bezug auf diese Charaktere, mit denen du in deinem Traum konfrontiert wirst. Das ist das, die Freiheit, die du hättest, die aber keiner nutzt. Immer wieder dieser Satz. Lass mich das ertragen, was ich nicht verändern kann und lass mich das verändern, was ich verändern kann. Und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Jeder normale Mensch in deinem Traum will ständig irgendwas an dem Programm verändern, aber nicht das Geringste an seinem Interpretationssystem erweitern. Du hättest die Freiheit, aus einem Scheißdrecksfilm zumindest einen interessanten Film zu machen, wo du sagst, was soll mir das jetzt sagen? Ich beobachte mich und ich merke, dass ich mich aufrege bei dem Film, dass ich so einen Hals kriege. Und das könnte ich verändern. Ich hätte die Freiheit, mich nicht darüber aufzuregen, wenn du Geist bist. Und das ist immer eine Erweiterung, wo ich sage, es geht nicht, dass du von der einen Seite auf die andere, dass du aus einem Scheißfilm plötzlich einen Superfilm machst, sondern das heißt doch mal neutralisieren. Wir wollen ja die Mitte anstreben. Und ich sage dann immer noch dazu, und wenn ich merke, dass du bereit bist, deine Einstellungen zu erweitern, dann komme ich dir entgegen, dann fange ich an, in der Maussetzung die Charaktere oder die Situation in den Film zu verändern. Da habe ich meine Möglichkeiten. Das wäre jetzt, hätte jetzt der Holger anders auf die Andrea reagiert, dass er nicht so patzig gewesen wäre, so voll neben sich stehen, dass er merkt, die will mir ja nur Freude machen, auch wenn ich zurzeit keinen Bock mehr drauf habe. Hätte er nicht explodieren müssen. Wenn er das ein paar Mal macht, dass er sich da in den Griff kriegt, dann hätte ich automatisch das Andrea-Programm nachgezogen. Bist du das Andrea-Programm und ich merke jetzt, der ist hier nicht gut drauf, dann hätte ich mich einfach drücken und muss mal ruhig lassen. Das ist meine Marion zum Beispiel. Wir haben immer ein super Verhältnis, aber da ist eine Phase morgens, wenn wir aufstehen, die erste Stunde, wenn die aufsteht, braucht die ihre Ruhe. Da darfst du nicht groß anquatschen. Und dann ist es immer heitere Gelassenheit. Das muss man halt irgendwann einmal mitkriegen. Das ist es eben, sich in andere hineinfühlen, in die Programme der anderen, sich bewusst machen, wie dick der eigentlich, diese Figur in meinem Traum. Weil erleben tust du immer beide Seiten. Das ist das Verrückte, weil du ja alle Rollen spielst. Wie ich immer wieder sage, der Geist ist der Computer selber. Das ist jetzt natürlich eine ganz, ganz grobe Metapher, aber du musst alle Bücher laufen und darum ist da auch nichts nacheinander, Heiko. Es gibt kein Nacheinander. Egal, was erlebt wird, wird jetzt erlebt. Das ist, wo ich sage, wenn du vor dem Bücherregal stehst, wenn du nur der Leser bist und kein Buch in der Hand hast, dann bist du das, wo ich sage, ich erkläre dir jetzt erst einmal, was du bist. Aber du brauchst, um Bilder zu generieren, wie dieser Computer ein Programm braucht, musst du zuerst einmal eine von den ganzen, das sind in gewissem Maße sind das lauter verschiedene Programme, Welten, persönliche Welten meine ich jetzt, in einer ausgedachten Welt, dieselbe Spielerwelt, aber so wie wenn man den Spielercharakter umschalten bei GTA. Dieser Spielercharakter, der umgeschalten wird, sind jetzt eigentlich die Personifizierungen von uns. Wir sind jetzt im selben Deutschland, wie ich sage, wenn du nach Weißenburg kommst, dann wirst du denselben Marktplatz sehen. Du wirst aber ganz andere Sachen anschauen von dem Marktplatz aufgrund deiner Interessen. Das ist einmal rein jetzt die Welt der Bilder und du wirst auch mit deinen Interessen oder mit Menschen ganz unterschiedlich umgehen. Und da kommt jetzt, dass du auch die Menschen, diese Charaktere, wann sich dann spiegeln. Darum sage ich immer wieder, dass du hier in einem Umfeld, wenn ich jetzt viele habe, die noch mit normalen Menschen viel zu tun haben, da musst du dich nicht zurücktun. Du wirst bloß merken, umso mehr du Holofeeling begreifst, umso mühseliger wird es. Es macht dir fast keinen Spaß, nicht dieses normale weltliche Gesocks. Außer mir geht in einen Fachbereich, wenn wir jetzt über Computer uns unterhalten. Dann klingen wir uns in denselben Fachbereich rein, was mit einem, der sich mit Computern nicht auskennt, natürlich ganz schlimm ist. Uninteressant ist. Ist auf seinem Programm drauf, dass ihn das nicht interessiert.
Darum ist es auch jetzt bei den Menschen, wenn du schaust, die Grüppchen bilden, ob das jetzt religiöse Grüppchen sind oder politische Grüppchen sind, rechtsorientiert, linksorientiert, die finden sich, du fühlst dich immer nur unter deinesgleichen wohl. Ich sage immer, sag mir, mit wem du gehst, mit wem du rumhängst, und ich sag dir, welche Themen in deinem Kopf rumspucken. Das kann man sich alles, ist natürlich jetzt alles ausgedacht. Aber das ist eine höhere Ebene, wo sich normale Menschen überhaupt keinen Kopf zerbrechen, weil die ja so in dem Wahn leben, dass ihre Logik die einzig richtige Logik ist. Jetzt greife ich nochmal zurück, wenn ich sage, wir lesen bloß einen Zettel mit Politikernamen. Trump, Putin, du weißt, wie oft ich das gesagt habe. Dann baut sich in dir eine ganz persönliche Vorstellung auf. Du kennst die Typen doch bloß aus dem Internet und aus der Zeitung. Aber jetzt kommt halt immer wieder der Satz, egal welche Seite du mir zeigst, was über einen behauptet wird, ich zeige dir eine andere Seite, wo was anderes über denselben behauptet wird. Und du verwirklichst jetzt nur dein angelesenes Wissen, aber du lebst in dem Wahn, dass so wie du ihn dir ausdenkst, so ist er, und alle anderen haben nicht recht, die deiner Meinung widersprechen. Das ist doch so offensichtlich, wo da die Falle liegt. Es ist dasselbe gilt jetzt übrigens auch in einem Bereich, wenn man die persönlich kennt, wenn man sie persönlich kennt. Diese vorabgestimmten Meinungen, das ist du, sage ich jetzt zum Beispiel, hast eine ganz andere Meinung von dem Udo, wie wenn ich jetzt mir meinen Bruder ausdenke und der denkt an mich. Der weiß zwar viel mehr in dem normalen Brüsselleben über mich, aber er weiß überhaupt nichts über mich, weil ich ein Spinner bin und in einer Sekte bin. Mit denen habe ich seit 15 Jahren keinen Kontakt, wobei ich mit denen überhaupt keinen Streit oder was habe, noch nie gehabt habe. Weil ich eben das weiß, dass es keinen Sinn macht. Da klopfe ich ein paar Mal an und da merkst du bei den einfachsten Aussagen, dass er das einfach nicht rafft. Weißt du, wir sitzen zum Beispiel bei meiner Mutter, sind wir zufällig aufeinander getroffen. Und dann versuche ich immer wieder mal anzuklopfen. Nachher so, unterhalte ich mich mit ihnen, ganz nettes Gespräch. Und dann sage ich hier, wo war jetzt die ganze Zeit die Blumenvase? Die war rechts neben ihm gestanden. Dann schaut er hin und sagt, er ja da gestanden. Ich sage, hast du die gesehen? Ich wollte ihm das erklären, dass das da mal hundertprozentig sicher ist, dass das da ist, was er sieht. Aber da stürzt er sofort ab, so ein Blödsinn, du, dass sie sowas da gar nicht hören. Jetzt fange ich wieder mit meinem Sektengeschmarri an. Weißt du, da ist sofort ein Filter da und dann kannst du das vergessen. Du weißt, wie oft ich sage, Geist hinter der Persona, hinter der Maske, der Geist zeigt sich nicht durch intellektuelles Wissen, was die Maske äußert. Das kann jeder Computer, jedes Handy kann dir Wissen mitteilen. Geist zeigt sich durch Neugier, das macht der Handy zum Beispiel nicht oder der Computer. Wenn du einen Geist mit was konfrontierst, wo er merkt, das kann ich nicht fassen mit meiner Logik, dass er neugierig wird, verstehst du? Jesu habe ich das ja überhaupt noch nie gesehen. Zumindest neugierig wird er nochmal die andere Seite sich anhört. Wenn da nur einseitige Rechthaberei ist, egal ob das Geschwister sind, das ist dieser Satz in der Bibel, du wirst merken, die größten Feinde sind deine eigenen Hausgenossen. Die halten dich auf dieser Ebene fest. Wobei du es deswegen nicht hast, dass man die verlassen muss. Das ist gar nicht, du musst dann bloß denken an das Gespräch am Anfang. Du musst es registrieren und dann gehst du halt mit denen so an, wo du merkst, dass sie nicht abstürzen. Die Holger-Sache. Selbst wenn ich was Gutes tun will, wenn die darauf nicht reagieren und es einfach nicht haben will, dann lasse doch einfach in ihrem Leid. In ihrem Cool, das selbst auch. ausgedachten Leid. Wobei du dann immer mehr merken wirst, dass die Figuren in einem Traum eh nichts verstehen. Das kann ich nicht oft genug sagen. Die Helga ruft mich zum Beispiel an, weil es wieder mit ihrer Nele, mit der Enkelin, die hat jetzt so eine unreine Haut und die Helga will ihr helfen. Und ich sage als Erste, Helga, du hast schon wieder vergessen, die Figuren in einem Traum haben als Ding an sich keine Probleme. Du hast das Problem. Da spreche ich den Udo nicht frei. Und zwar insoweit den Udo, weil ich wirklich an der Grenze gehe, versuche jemanden wach zu machen, wenn ich nur einen Hauch merke, dass da ein Geist hinter der Maske ist. Die normalen Menschen, die gehen mir total am Arsch vorbei, das habe ich schon so oft gesagt. Und dann ist immer wieder die Frage, die Reife des Geistes. Du merkst, da ist eigentlich ein Interesse schon da, aber da ist noch viel zu viel Welt da. Das heißt, die Energie, die du hast, dich zu fokussieren, musst du halt erst einmal diese Sachen durchleben. Und wenn jetzt ich ja 20-Jährige habe, mit Liebe und mit Pickel, die Probleme vergehen von alleine. Da muss man nur Geduld haben. Abprogramm. Das ist, da sage ich, ist es relativ sinnlos. Du kannst es neugierig machen. Ich nehme mir gern mal einen Jan, der war ja 20, wie es erste Mal den Udo
getroffen hat. Und er war neugierig ohne Ende. Der hätte am liebsten 20 Bücher gleichzeitig gelesen. Und jetzt hat er sich, wo ich immer gesagt habe, das hat ihn so gestinkt, habe ich im Weißenbruch ja gesagt, wenn du nicht mindestens 40 bist, du musst noch so viel Welt erleben. Und jetzt war er, am Weihnachten waren die am 26. da und doch. Und der ist jetzt so gereift, das merkst du, es geht jetzt peu à peu jedes Jahr. Und dann habe ich ihm ein paar Sachen erzählt, wo er dann so aus den Socken war, sage ich, dass wenn ich dir damals erzählt hätte, das ist, jetzt bist du welcher was anders aus den Socken. Nicht, weil du wieder neuen Input kriegst, neue Informationen kriegst, sondern jetzt in der Reife kriegst du langsam zu verstehen, um was mir eigentlich geht. Mir geht's um den Geist, der die Rolle spielt, um nicht um den Menschen, nicht um die Rolle, die du spielst. Mir geht's um einen Schauspieler, wie ich das immer so in der einfachen Metapher sage. Okay, Heiko. Du schaust, du kümmerst dich da nochmal, ne? Ich finde, schau, probier mal das, ob du die Adresse umändern kannst. Ansonsten kannst du ja mal rühren, wenn es da noch ist. Wenn das jetzt gut ist, kannst du es eventuell reinstellen.